Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder eine Nutzerfrage beantworten. Und zwar hat uns die liebe Tracy Love geschrieben, als Kommentar hinterlassen. Guten Abend, Herr Röttger. Mein Video wurde auf Instagram hochgeladen. Dabei handelt es sich um ein ziemlich lustiges TikTok-Video, das verlinke ich euch auch mal unten, das viral gegangen ist. Es wurde bearbeitet und nicht verlinkt. Der Instagram-Account ist privat und ich habe es nur durch Zufall durch einen Freund erfahren. Was mache ich jetzt? Liebe Grüße. Das ist eine hochinteressante Frage. Hier geht es vor allen Dingen rechtlich um die Frage, wie ist es zu bewerten, wenn jemand ein urheberrechtliches Werk einfach kopiert und bei sich auf seinem beispielsweise Instagram-Account veröffentlicht, aber unter Privat. Ja, ist das illegal oder ist das quasi eine Privatkopie? Wie das zu werten ist, mehr dazu jetzt hier im Video. Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video der Mainzer Medienrechtskanzlei Gulden Röttger Rechtsanwälte. Mein Name ist Tobias Röttger, ich bin Rechtsanwalt für Urheber- und Medienrecht. Und wenn ihr auch weiterhin zukünftig aktuelle Videos von uns sehen wollt, dann abonniert doch einfach unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die die Tracy Love dort gestellt hat und die auch viele, viele andere da draußen immer und immer wieder betrifft. Denn gerade im Social-Media-Bereich, wenn man dort irgendwelche lustigen Sachen findet, dann werden die nicht nur einfach verlinkt oder geteilt, sondern es gibt viele da draußen, die sagen sich, ach, lade ich es mir doch runter und lade es auf meinem eigenen Account hoch. Warum? Nicht ein bisschen Fame abbekommen? Oder viele wissen gar nicht, dass das vielleicht sogar urheberrechtlich problematisch ist. Sein könnte. Ganz einfach wäre es natürlich, wenn derjenige das Video nicht auf privat gestellt hätte, sondern es ganz normal öffentlich zugänglich gemacht hätte über seinen Instagram-Account, sodass jeder das Video hätte sehen können. Dann hätte die Tracy Love, könnte dann im Rahmen einer Abmahnung einerseits dagegen vorgehen, das heißt, sie mahnt denjenigen ab und fordert auf zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, zur Zahlung von Schadensersatz, zur Zahlung der Anwaltskosten etc. In der Regel, wenn es sich aber natürlich um eine Privatperson handelt, die das macht, ist das so ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Solche Abmahnungen würde ich euch nur dann empfehlen, das auch wirklich zu machen, wenn derjenige euer Material gewerblich nutzt. Und vor allen Dingen habt ihr auch das Problem, gerade bei Privatpersonen, um jemanden abmahnen zu können, benötigt ihr spätestens dann, wenn ihr ihn verklagt, weil er auf eure Abmahnung nicht reagiert, dessen Namen und Adresse. Und gerade bei Privatkanälen, da sind keine Angaben zugemacht und die bekommt ihr auch nicht über Instagram, weil auch bei Anmeldung bei Instagram muss man weder seinen Namen noch seine Adresse hinterlegen. Die zweite Möglichkeit ist dann, ihr macht einfach eine Copyright-Meldung bei Instagram und dann bekommt derjenige einen Copyright-Strike. Wir haben aber jetzt hier ja die besondere Situation, der hat das nicht so öffentlich gepostet, sodass die ganze Welt sich das anschauen kann, sondern nur seine Freunde, weil das der Kanal auf privat gestellt ist. Wie ist das denn? Ist das vielleicht eine Privatkopie, eine Form der Privatkopie? Das ist nämlich eine urheberrechtliche Ausnahme. Da gehen wir jetzt mal gemeinsam rein. Kommt mal gerade mit. Und zwar gehen wir, falscher Knopf, da gehen wir doch jetzt hier rein. In § 53 Urhebergesetz ist das geregelt, nämlich Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch. Dort steht in Absatz 1, zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbaren Erwerbszwecken dienen und so weiter und so weiter. Das heißt grundsätzlich, kopieren darf man das erstmal für den privaten Zweck. Aber wie ist das denn? Darf ich das auch veröffentlichen? Und dazu müssen wir weiter nach unten gehen. Kommt man gemeinsam mit. Wir gehen runter in Absatz 6 von § 53. Dort steht nämlich geregelt, die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zur öffentlichen Wiedergabe benutzt werden. So, Verbreitung sind immer nur körperliche Gegenstände, das heißt, wenn das als Foto oder das Video als Videokassette verbreitet wird, das haben wir nicht. Aber dann steht irgendwas von einer öffentlichen Wiedergabe. Ist denn das, wenn ich das jetzt in meinen Social Media Account veröffentliche, eine öffentliche Wiedergabe? Und da müssen wir mal ein bisschen näher schauen, und zwar in § 15. Dort ist das geregelt in Absatz 2. Da steht, der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlichen
schriftlicher Form öffentlich wiederzugeben. Und darunter fällt, nämlich Absatz 2, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a. Und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist nichts anderes als etwas im Internet veröffentlichen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir immer noch das Thema, okay, im Internet hochladen ist davon irgendwie abgedeckt, im 53 auch wieder nicht abgedeckt, aber wie ist das denn? Ist das jetzt öffentlich? Weil er hat das ja privat, seinen Account auf privat gestellt. Ist das jetzt öffentlich oder nicht öffentlich? Und da gibt es, gehen wir gemeinsam nochmal rein, in Absatz 3 des Paragraphen 15 eine wieder nähere Definition. Dort steht, die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Das hätten wir natürlich, wenn jetzt alle drauf zugreifen können, ja, und jeder zu schon. Das haben wir aber nicht. Hier ist ja nicht für eine Mehrzahl, sondern wir haben jetzt einen abgegrenzten Kreis, nämlich der Freundeskreis von diesem Kanal. Dann weiter in Satz 2 steht nochmal, zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, also derjenige, dem der Kanal gehört, ja, der verwertet das Werk in dem Augenblick, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in körperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. So, persönliche Beziehungen, das heißt, man muss mit demjenigen tatsächlich befreundet sein. Nicht so alle Facebook, ich habe hier mal 1000 Freunde, davon kenne ich keinen privat, sondern ihr müsst die auch privat wirklich kennen. Das heißt, da ist Familie drin, da ist Verwandtschaft drin und da sind tatsächlich Freunde drin. Und da hat die Rechtsprechung so in den vergangenen Jahren immer mal wieder so eine Art Benchmark gesetzt. Die ist jetzt noch nicht höchstrichterlich entschieden, aber so 100 Leute, mit 100 Leuten kann man theoretisch befreundet sein, alles darüber hinaus, nennt sich dann irgendwie Freundschaft bei Facebook oder so, sind aber keine tatsächlichen Freunde, weil es ist wohl in der Regel nicht möglich, mit mehreren hunderten Personen tatsächlich eine intensivere, persönlichere Beziehung zu führen. Das heißt, wenn jetzt vorliegend dieser Instagram-Account, ja, der das Video von Tracy Love verwendet hat, nur relativ wenige Freunde hat, ja, was weiß ich, 10, 15, 20, dann haben wir hier wohl eine private Nutzung. Wenn aber derjenige, der diesen Instagram-Account führt, da mit mehreren hundert Leuten verbunden ist und die das Video sehen können, dann ist das öffentlich. Was ich aber jetzt so aus der Praxis weiß und auch gehört habe, ist, dass Instagram sich, sag ich mal, um diese Thematik nicht so einen Riesenkopf macht. Wenn man dort eine Copyright-Meldung macht und sagt, dieser Account verletzt mein Urheberrecht, dann löschen die eigentlich relativ schnell. Und deswegen, das könntest du jetzt natürlich mal ausprobieren, liebe Tracy. Und da gibt es nämlich ein Löschformular von Instagram. Und da gehen wir auch mal kurz rein. Da müssen wir hingehen. Das ist hier die sogenannte Meldeformular für Urheberrechte. Das werde ich jetzt auch mal unten verlinken. Und dort müsst ihr dann angeben, hier unter dem letzten Punkt, ich habe Inhalte gefunden, die meiner Meinung nach meine Urheberrechte verletzen. Und dann müsst ihr eure Kontaktinformationen angeben. Ihr müsst natürlich euch schon zu erkennen geben als Urheber. Das heißt, ihr müsst auch eure Daten hinterlassen, weil derjenige kann ja Widerspruch dagegen einlegen. Und dann müsst ihr, vor allen Dingen ist wichtig, hier weiter unten, ihr müsst natürlich auch den Link angeben zu dem Video, ja, das verletzt worden ist. Wenn ihr jetzt einfach nur gehört habt, ja, dass jemand da wohl euer Video oder euer Bild verwendet und ihr habt da keinen eindeutigen Link für, dann habt ihr ein Problem. Das heißt, also ihr müsst irgendwie an diesen Link kommen. Und dann könnt ihr das Video auch melden und in der Regel wird wahrscheinlich Instagram das Video dann löschen. Wenn ihr nicht an den Link rankommt, dann habt ihr natürlich ein Problem. Dann würde ich euch einfach raten, schreibt denjenigen doch an und weist ihn darauf hin. Vielleicht löscht das auch so. Ich hoffe, ja, das ist sehr, sehr, sehr kompliziert, ja, mit gerade, wenn etwas privat
veröffentlicht wurde oder unter privat veröffentlicht wurde, dann hat man einerseits ein tatsächliches Problem. Häufig kommt man an denjenigen als Person nicht ran. Und zweitens, wenn es auch wirklich nur rein privat veröffentlicht ist und man selber hat keinen Zugriff, hat man auch keinen Link. Ja, wenn nur jemand erzählt hat, ja, da wurde das Video veröffentlicht und er hat selbst auch nicht den Link dazu, dann ist das natürlich schwer zu melden. Ja, dann habt ihr einfach ein tatsächliches Problem. Rein rechtlich gesehen sind wir hier, wenn jemand so etwas auf Facebook oder Instagram veröffentlicht, immer noch in einer, naja, sagen wir mal, Art Grauzone, wenn er das unter privat veröffentlicht, weil höchstrichterlich wurde das noch nicht entschieden. Das kann man nämlich auch so oder so sehen, zumal derjenige ja auch Instagram bzw. Facebook die Nutzungsrechte einräumt, dieses Video dort abzubilden. Und da habe ich so meine Probleme mit, ob das noch von der Privatkopie in Anführungsstrichen abgedeckt ist. Ich würde eher sagen, nein. Deswegen meiner Ansicht nach tendiere ich primär dazu, dass es sich bei dem Fall hier von Tracy Love um eine Urheberrechtsverletzung handelt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, Tracy, ich konnte dir da ein bisschen weiterhelfen. Also ich würde dir empfehlen, mach einfach eine Copyright-Meldung bei Instagram und sehr wahrscheinlich wird das Video dann gelöscht. Wenn ihr auch zukünftig weiterhin Videos von uns sehen wollt, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich, euch auch beim nächsten Video wieder zu sehen. Bis dann. Tschüss.